hier ist Ihr Geheimniskrämer, Harald Schmidt. Guten Abend. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich, Ihnen wieder einmal die Elite unserer Ratefüchse bei präsentieren zu dürfen. Unser lieber Kurt Krömer. Unser verehrte Annette Vier. Liebe zaubernde Nora Tschirner. Und der tief bewunderte Piet Klocke. Regel Nummer 1 bei uns, du hast 30 Sekunden Zeit, dann kommt der Entenrufer. Dann ist der Mitbewerber dran. Nachdem jeder einmal dran war, ist die Runde offen und schon kommt der nächste Geheimnisträger. Erster Geheimnisträger heute Abend, Jens-Uwe. Hallo Jens-Uwe. Und wenn ich es richtig sehe, geht es weiter mit Piet. Ist das richtig? Ja. Ja. Piet. Das Geheimnis von Jens-Uwe. Für alle zu Hause. Natürlich nicht für euch hier. Und die Umschreibung. Jens-Uwe thront hoch über der deutschen Geschichte. Ja, also betont, die Monarchie ist abgeschafft, deswegen kann es... Also... Die Alternative wäre gewesen, bei Jens-Uwe steht noch einer. Das ist wie bei mir. Ich habe mir jetzt vom Arzt eine Persönlichkeitsspaltung einoperieren lassen. Also, kleiner Scherz. Das ist euer Problem. Jens-Uwe, wie lange... Ich habe jetzt die Frage völlig vergessen. Kurz. Da Kurt. Steht noch einer. Ja. Ja. Oder thront hoch über der deutschen Geschichte. Sie sind königliches, Sie sind Abstammung von Königin, Königin, Könige, Adelsgeschlecht. Wahrscheinlich, aber ja, aber das ist nicht das Geheimnis, ja. Ja. Na ja oder nein? Wahrscheinlich. Das weiß man nicht. Ach so. Das weiß sind man nicht. Der spielt doch keine Rolle übrigens. Also auch welche Farbe sein Auto hat oder so ist. Meine Zeit. Ja. Sie haben sich lassen. Ist das mit dem Thron so gemeint? Also habe ich mir einen Thron? Ist der Thron tatsächlich drin in Ihrem Geheimnis? Ein Thron als Thron? Nein. Nein. Man könnte auch sagen, wohnt hoch über der deutschen Geschichte, oder? Bitte was? Blickt auf beide Teile der deutschen Geschichte herab. Ja, das ist schon fast zu viel, ich weiß. Ja, aber du kannst lösen. Du kannst jetzt lösen, oder was? Also so immer für die ganzen dummen Sassen der extra Hinweis. So eine Unverschämtheit. Du weißt es? Ja, natürlich. Du weißt es schon wieder? Dann löse es bitte. Also jedenfalls wohnt er irgendwo in der Nähe von einem Museum. Bitte? Ach so, es war ich wäre jetzt fertig, jetzt bist du dran. Wo also, wohnt er? Nee, aber es hat was mit der Wohnung zu tun. Und die ist in der Nähe eines berühmten Denkmals oder einer... Hast du nicht gesagt, du weißt es? Nein, weiß ich nicht. Ich wollte nur, dass er nett aufhört. So. Wohnen Sie da? Nee, ich weiß es auch nicht. Nein, aber Nora hat was mit der Wohnung zu tun. Nein, nein, nicht direkt. Hallo! Annette, bitte. ich habe keine Ahnung. Dran. Aber mit einem Museum hat es was zu tun. Nein. Nein. Okay, es tut mir total. Ich möchte so meinen Kommentar von vorhin zurückziehen. Ich weiß es überhaupt nein, nicht. Nein, es ist. Jetzt ist die Runde für alle offen. Ja, Sie na, das haben hat ja etwas super mit der. Mit der Historie. Ja, mit Historie, ja. So, wir können noch mal von vorne anfangen. Sie wohnen auf einem Friedhof. Nein, nein. Aber hat was mit so Königshäusern zu tun? Nein, Sie wohnen nein, da irgendwo nein, drauf, nein, auf dem nein, Dach, Penthouse-Wohnung, Obschuss-Wohnung. Spezialität, die deutsche Geschichte. Sie wohnen ja in einer Bibliothek, in der Bibliothek für deutsche Geschichte nein, und oben im Dach. Nein. Na bitte. Ja, Abteilung Geschichte. Auf eine aber Runde, Sie wohnen ne? schon, also wohnen Sie schon? Ja. Wohnen Sie schon oder regieren Sie noch? Das ist doch... Sie merken, wir sind schon ganz nah dran. Ja, 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 gleich. Ja, ja. Sind es Sie derjenige, ja, der in einem französischen ja, Museum den Ring des Ramses II. Nein. Jens-Uwe Trost besitzt einen alten NVA-Grenzwachturm. Sag ich doch. In der Nähe von Rostock. Ja, richtig. Wie viele Kilometer entfernt? Das ist ungefähr 12 Kilometer entfernt, so ja, zwischen Rostock und Wismar, so halbe Strecke. Wir haben so ein paar Fotos hier. Was passiert jetzt in diesem Wachturm?
Der steht eigentlich direkt an der Küste, war früher Grenzgebiet und damals saßen da NVA-Soldaten drin und haben die Republikflüchtlinge beobachtet. Ja. Aber eigentlich den ganzen Tag natürlich auch die Strandbesucher beobachtet. Natürlich. Und jetzt gerade in diesen Tagen vor dem G8-Gipfel sind dort wieder Wachleute, die dort gerne den Turm wieder einnehmen wollen und auf Heiligendamm zurückblicken. Sie haben das vermietet jetzt sozusagen? Jein. Also bisher haben die Regierungstruppen sozusagen den Turm in solchen Fällen okkupiert. Aha. Und haben den einfach genutzt. Aber in diesem Jahr haben die sich angemeldet und Fragen zumindest. Wie teuer war der Turm? Der war richtig teuer, 76,69 Euro hat er gekostet. Im Ernst? Ja. Also diese Rettung des Turms vor dem Abbruch oder vor der Entfernung war relativ günstig. Aber verkaufen, also ich meine, müsst ihr wenigstens zahlen, wenn ihr da jetzt oben drauf sitzen? Vermieten Sie den richtig zu horrenden Preisen wenigstens? Na, also ich freue mich schon, dass die das wenigstens gefragt wurde. Nein, das ist eine falsche Einstellung zum Turm. Nein, also das ist so. Also könnten schon längst reich sein. Müssen nicht mehr zu. Naja. Und ballern Sie da, ballern Sie auch noch rum so? Schießen Sie noch auf Leute, die da langlaufen? Ja, mit Fotoapparaten und per Kamera. Seid langsam, ne? Ja. Ja, Jens Uwe, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg mit dem schönen alten Turm. Dankeschön. Jens Uwe Trotz. Unser nächster Gast kommt aus Düsseldorf. Herzlich willkommen, Iris. Hallo Iris, bitteschön. Das Geheimnis von Iris. Und die Umschreibung? Iris ist eine 150-prozentige. Es geht weiter mit Herrn Krömer. Sie sind Beamtin. Danke. Naja, ist nur ein Spiel. Ja, ja. Ist ja nur ein Spiel. Leider, Mann. So, Mäuschen. du musst immer sagen, das ist noch nichts, das muss besser werden. Nee. Schade. Jetzt könnte das mal früher kommen, das Ding hier. Aber es wäre auch die Möglichkeit gewesen, dass man schreibt, Iris spült gut durch. Zahnärztin. Nein. Gut, ich hab's gleich. Mir liegt das auf die Zunge. Ja. Sie müssen aber schon was. Ja, danke. Hat es irgendwas mit Mathematik zu tun, was Sie das? Nein, auf gar keinen Fall. Naja, man sollte schon bis 3 zählen können. Man sollte bis 3 zählen. Na, dann leider. 150, wo sie spült gut durch. Mhm. Im weitesten Sinne mit Waschen? Irgendwas mit Waschen? Nein, auf keinen Fall. Ja, Waschen eigentlich Haare, schon. Haare? Ja. Irgendwas? Haare? Im Friseur? Nein? Wir wollten eigentlich auch die Umschreibung nehmen, Iris kann saufen für 2, aber dann war sie noch mal beim Arzt. Mit Alkohol. Vertragen tun Sie schon was, ne? Ja. Hat sie gesagt. Also, ja. Hat es was mit Ihren Organen zu tun? Oui. Haben Sie ein ganz schön großes, überdurchschnittlich großes Entgiftungsorgan zufällig am Start? Entgiftungsorgan? Aber nicht. Schreib das mal. Ich würde mich dann nämlich erst später festlegen, welches es sein könnte. Ja. Sie haben Sie eine sehr große, also hat es was mit der Größe von einem Organ zu tun bei Ihnen? Nein, eher mit der... Sie haben 1,5 Lebern. Was? Niere? Sie haben... Bitte? Nieren? Nieren ist sehr gut. Auf eine Runde. Nieren. Nieren. Nieren ist sehr gut. Ja. Kann man diese 150 auch in Promille umrechnen? Könnte man vielleicht. Ja, aber unsere Niere schafft das 1,5-fache von einer normalen Niere. Nora hat es fast. Ja. Sie haben mehr Nieren als normaler Mensch. Nämlich wie viel? 3. Ja! Das Ultraschallbild, das 2 Tage alte Ultraschallbild, wir dachten nämlich, als wir Iris eingeladen haben, hieß es, sie hat 4 Nieren. Dann war sie nochmal beim Arzt und hier sieht man es, links da, wo die Mondfähre steht, da ist die 3. Niere. Und jetzt hat man festgestellt, sie haben 3 Nieren. Ja, richtig. Aber es ist bei Ihnen eine Familie, oder? Ja, mein Vater hat 4.
Und bei mir wurde dann vor 11 Jahren gesagt, ich hätte auch 4, aber die Ultraschallgeräte waren halt noch nicht so auf dem neuesten Stand. Und ja, so hat man vor 2 Tagen eben dann zumindest 3 entdeckt, aber 3 voll funktionsfähige. Und dabei haben Sie erfahren, wir haben eigentlich alle von Geburt an erstmal 6 Nieren, ja? Richtig, ja, genau. Und die dann wächst zusammen, was zusammen gehört? Richtig, so ist es, ja. Und jeder hat 2 oder Sie haben 3. Wie wirkt sich das, was interessiert natürlich in der Verarbeitung von Alkohol, wie wirkt sich das aus? Das ist sehr interessant. Ich habe früher mal gedacht, das liegt an meinen schlesischen Vorfahren, dass ich so viel trinken kann. Aber es liegt wohl an meinen 3 Nieren, in der Tat. Also ich habe da nie Probleme mit dickem Kopf und so, wenn ich wirklich mal getrunken habe. Wirklich? Ja. Das heißt, wie also, ist das alle so eine Menge? Wie viele Flaschen Wein oder so? Oder? Ja, das hängt natürlich davon ab, ne? Wie lange man trinkt auch. Ach so. Ja. Also jetzt in 2 Stunden 2 Flaschen Wein wäre vielleicht dann... Ja, aber so im Abend... Es schläft sich dann weg. Und das liegt an den Nieren. Ja. Und müssen Sie auch dauernd raus oder ist das... Nee, das ist ganz durchschnittlich. Also das heißt, im Idealfall könnten Sie noch 2 Nieren abgeben? Sozusagen, ja. Keine Beschwerden? Wie war Ihre Telefonnummer? Nichts? Toll. Sehr, sehr schönes Geheimnis und medizinisch finde ich das unglaublich faszinierend. Ja. Ja? Also ich weiß nicht, ob es mit anderen Organen auch gibt, aber 3 Nieren... Trink doch mal. Ist schon, schon nicht das Schlechteste. Nee, ist nicht das Schlechteste. Ja? Vielen Dank und weiterhin alles Gute. Danke. Ja? Dankeschön. Naus aus Düsseldorf. Und jetzt kommt, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Tasso. Hallo Tasso, bitteschön. Bitteschön. Das Geheimnis von Tasso. Und es geht weiter mit Annette. Tasso kann bockig sein. Machen Sie sehr viel Sport, Tasso? Ja. Und das ist auch Ihr Beruf? Oder ist es ein Hobby? Hobby. Ist es was, worum man Sie beneidet? Ja. Ja? Ja. Bockig. Bockig im Sinne von emotionaler Zustand? Hä? Eher gereizt? Freude am wilden Leben. Ah, eher in so einer Torero-Laune. Ja, also ja? Im Aha. Sinne von, ist gut im Röhrengeschäft. Oh, 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 oh. Hat es was mit Tieren zu tun? Ja. Hat es was mit sehr maskulin anmutenden Tieren zu tun? Wie zum Beispiel Meerschweinchen? Wie zum Beispiel oder? Mit einem Steinbock im Kampf oder einem Widder? Ja, die Richtung stimmt. Also Meerestiere. Er ist jetzt schon total aufgeregt. Sie müssen Muskelkraft einsetzen im Zusammenhang mit Tieren? Weniger. Okay, Sie kämpfen also nicht mit Bären. Okay. Haben Sie, geht's Ihnen gut? Ja, sieht man noch, oder? Ist es gefährlich, was Sie machen? Kann gefährlich sein, ja. Für einen Laien, glaube ich, sehr gefährlich, oder? Würde ich theoretisch gefährlich sein. Sie kommen aus einem Land mit sehr vielen Bergen. Ja. 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 Sie mischen sich also... Mitte August Aha. unter Bergziegen versuchen dort die Leitung zu übernehmen und können in dieser Position äußerst bockig sein. Ja, aber das Land mit den vielen Bergen ist das Sauerland in diesem Fall. Das ist ja, genau. Das ist ja, das ist ja. Ja, und Kurt? Es ist Heidi oder was? Es hat schon mit Böcken zu tun, den Tieren. Ja. Und mit dem machen sie was? Die werfen sie weit in Luft oder so? Oder Rodeo reiten? Rodeo reiten. Auch nicht schlecht. Aber nicht das Geheimnis. Ach so. Sie kämpfen irgendwie mit denen. Sie boxen oder irgendwas. Nee. Sie rennen auf den Kopf. Im Sauerland. Eigentlich geht es mehr um die Zicklein, ne? Wie bitte? Nein. Kein Schafhirt auch nicht, im Sauerland. Nein. Okay, falsch. Müssen Sie nicht irgendwie. Sie sind Ziegenpsychologe. Ziege ist das falsche Tier. Bockspringen-Fachmann. Nee. Ein Reh, ein Hirsch. Pferd. Ja, Hirsch und jetzt? Hirschhüter. Hirschfänger. Hirschjäger. Nein, setzen Sie sich hier beide auf und kämpfen. Nein, das ist nicht erraten. Tasso, sagen Sie es uns bitte.
Ich bin Hirschrufer. Was? Ein Hirschrufer. Ein Hirschrufer. Was habe ich direkt gesagt? Locken die an, die Hirsch. Und dann kommen sie. Genau. Hirsch. Ich gebe ihm gleich mal das Rohr, dann kann er das so machen. Ist es. Das ist nämlich das Instrument. Sie sind allerdings vom Beruf Förster. Ich habe das, glaube ich, Forst schon mal an der B1 gehört. Ja. Das heißt, der Hirsch muss von Zeit zu Zeit gerufen werden. Genau. Warum? Um ihn eifersüchtig zu machen und ihm was vorzutäuschen. Dann wird er eifersüchtig und kommt dann näher. Was täuschen Sie ihm vor? Einen Beihirsch, also einen anderen Hirsch. Ein Beihirsch, das nennt man Beihirsch. Ja. Ja. Das heißt also, Sie gehen bewusst in die Beziehung von Hirschen rein oder hat der Hirsch gar keine Beziehung? In die ich horche im September, wenn die Brunft ist, horche ich im Wald, ob da sich ein Hirsch meldet. Wenn sich keiner meldet, rufe ich einfach mit meinem Hirschruf. Sonst werden Sie bockig. Nee, und dann melden sich sofort ganz viele Hirsche. Hallo, hier bin ich. Ja. Lass Sie einmal bitte hören, wie sich das anhört. Ja? Darf ich mir stellen dabei? Ja, natürlich, klar. Ja. Was? Dann ruhig nochmal. Ist dann sofort ein Tier da nach dem ersten Ruf oder wie? Also, ich wohne natürlich so zentral, dass ich praktisch, wenn ein schlechter Film abends im Fernsehen läuft, sage ich zu meiner Frau, ich gehe mal raus zu den Hirschen, brauche nur um die Scheune rum und dann schreie ich einfach ins Tal rein und dann antworten mir ganz viele Hirsche. Lass ihn noch einmal hören. So, dann kommt der Hirsch. Der Hirsch ist brünstig. Genau. Kommt, Zunge hängt raus und er glaubt, er erwischt den Nebenbuhler. So ungefähr. Ich meine, bei den Platzhirschen ist es ein bisschen schwieriger, weil die haben ja sowieso die weiblichen Tiere bei sich. Die brauchen gar nicht zu kommen. Hier geht es einfach darum, dass man die jüngeren Hirsche, die einfach ein bisschen mehr Sehnsucht in der Stimme haben, die schreien so ein bisschen von unten raus, sage ich jetzt mal. Und das hört man ganz leicht raus. Und natürlich nicht als Laie. Klar. Und da geht es einfach nur um die jüngeren Hirsche und die mittelalten Hirsche. Und die ganz alten Hirsche, die Platzhirsche, das hört man auch raus, die haben eine ganz tiefe, alte Stimme. Richtig böse, genau, so macht er. Das heißt, dann kommt der Hirsch und Sie schießen ihn ab? Ja, nicht immer. Der wird nicht immer abgeschossen. Nee, ja. Nee. Passiert das auch, dass dann ein Försterkollege kommt, weil er sich so angelockt fühlt von dem Ruf? Also das hat es auch schon gegeben, dass zum Beispiel sich zwei auf jeder Talseite angeschrien haben und man dachte wirklich, das wäre ein Hirsch gewesen. Das kann Förster-Ehen zerstören, oder? Tasso Wolzenburg, vielen Dank, ganz tolle Sache, der zweimalige deutsche Meister. Alles Gute, vielen Dank. Ja? Dankeschön. Unser heutiger prominenter Gast, eine sehr geschätzte Schauspielkollegin. Herzlich willkommen, Michaela Schaffrath. Michaela, bitteschön. Ja. Das Geheimnis von Michaela jetzt eingeblendet. Und die Umschreibung, Michaela kam gerade noch rechtzeitig. Nett formuliert. Ja. Ja. Es geht weiter mit Annette und wir machen vorher 20 Sekunden eine kurze Kreativpause. So, Annette. Musstest du zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein? Ja. Und ist das in der jüngeren Vergangenheit gewesen oder liegt es lange zurück? War das als Kind oder war das jetzt vor kurzem? Das war so vor 3-4 Jahren. Vor 3-4 Jahren. Es hat natürlich nichts mit irgendeiner körperlichen, es hat nichts Sexuelles. Nein, nee, nee, körperlich nicht schon, vordergründig, aber auf einer tiefen, ja. Nein, nee. Nein. Körperlich schon, ja. Also, körperlich schon. Körperlich. Hast du was mit Sport zu tun? Nein. Oh, bin ich beruhigt, weil ich weiß, dann weiß ich. Du bist mal zu spät zum Sport gekommen. Ja, nein. Ein Königreich für einen Einfall. Ja. Ich habe keine Ahnung. Danke. Oder geht es um Ihre Hochzeit? Nein. Ah, das schreibe ich mir mal auf. Es war eine persönliche, also innerhalb der Verwandtschaft eine Geschichte? Nein. Ein Termin, den Sie, der wirklich wichtig war, aber den niemand als solches
nachvollziehen konnte. Mein Gott, kann man so jetzt nicht. Ne? Nein, ich auch nicht. Das, ja. Entschuldigung. Geht schon. War es, sind Sie, aber es hat noch geklappt. Es hat geklappt, der Termin jetzt oder das? Nein, dass Sie das da, das. Ja. Das da, hm? Ja, das hat. Das ja. Nein, dann bin ich zufrieden. So, ich fasse noch mal zusammen. Sie sind also gerade noch rechtzeitig gekommen, haben ja. Dann ja. Gesagt, Mensch, Glück gehabt. Gerade noch mal so geschafft, der hätte ich auch verpassen können. Ja. Alle waren zufrieden und wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie heute noch. Ja, und das ist... Moment. Geburtstag. Jetzt geht's weiter. Wenn sie nicht gestorben sind. Beerdigung. Nein. Davor. Du hast jemanden vom Tor. Geburt. Ja, und? Gerade noch rechtzeitig da gewesen, um wieder zu beleben. Ist das erraten? Ja. Dazu muss man sagen, bevor du Schauspielerin wurdest, warst du ja Kinderkrankenschwester. Ja, genau. Du fuhrst also verträumt in einem Zug zwischen Frankfurt und München. Richtig. Da geschah was? Da geschah, also ich saß erstmal da und habe Musik gehört und wollte eigentlich die Augen zumachen. Und dann kam eine Durchsage, ob ein Arzt an Bord wäre. Habe ich aber noch nicht, dem keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und als es dann 10 Minuten später nochmal kam, habe ich gedacht, okay, musst mal gucken, weil es wird wohl kein Arzt da sein. Und halt aufgrund meiner Tätigkeit als Kinderkrankenschwester bin ich da mal in diesen Waggon. Und da lag halt ein älterer Herr. Total, wie alt ungefähr? Ich würde mal so um die 60 ungefähr schätzen. Das ist noch weit von entfernt. Dann weiß ich noch welcher, das war ein ICE. Er war bewusstlos oder wie? Ja. Hemd offen? Völlig abgelenkt. Hemd offen? Nee, das Hemd war nicht offen, aber kaltschweißig und total blass. Und kaltschweißig? Kaltschweißig, ja. Also wirklich so Kaltschweiß auf der Stirn. Ja, bockig. Gott sei Dank noch ansprechbar, hat auch darauf reagiert. Habe ich irgendwas Falsches gehört? Nee, aber Sie sind noch von dem Hirsch da. Den habe ich übrigens auch gehört. Ja, und dann habe ich halt, dann kam auch schon das Personal mit einem Notfallkoffer und dann habe ich halt erstmal Blutdruck gemessen, habe erstmal dafür gesorgt, dass die ganze Menschentraube da weg ist und versucht Puls zu messen, ging natürlich irgendwie nicht mehr, der war sehr, sehr schwach. Und dann habe ich halt mit ihm geredet und er war Gott sei Dank ansprechbar und hat mir gesagt, dass er Schmerzen in der Brust hat, die also ausstrahlen in den Armen. Da habe ich gesagt, könnte was mit dem Herzen zu tun haben. Habe ihm halt gut zugeredet, habe ihm gesagt, wir sind gleich da bei der nächsten Bahnstation und ich denke einfach, ob ich ihm das Leben gerettet habe, doch, weiß ich nicht. Aber psychologisch. Ja, psychologisch. Du hast ihn zurückgeholt in die Welt des Schönen, Guten und echt? Wahren. Glaube ich schon. Das hast du jetzt schön formuliert. Ja, wirklich. Gut. Und wie gesagt, er wird, wenn er das jetzt sieht. Also er lebt auf jeden Fall und das freut mich doch sehr. Und ich denke einfach, ihm diesen Halt zu geben, dass er nicht alleine war und dass man ihm das Händchen gehalten hat. Das hat ja wenigstens was bewirkt. Händchen halten. Händchen halten. Danke dir, Michaela. Danke dir. Alles Gute weiter, Michaela Schaffert. Das war's, meine Damen und Herren. Es verabschiedet sich Annette Frier und Kurt Krömer. Und Nora Tschirner und Piet Klocke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.